Wanted Dead wurde gerade veröffentlicht und du solltest es nicht verpassen. Dieser neue Hack-and-Slash-Third-Person-Shooter wurde von dem Studio entwickelt, das auch Ninja Gaiden entwickelt hat und wird dich garantiert in diese Ära von Gaming zurückbringen. Schau dir den Link in der Beschreibung an. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch die 5 härtesten Bosse in Wanted Dead. In dieser Liste sehen wir uns die härtesten Bossgegner an, auf die Leutnant Hannah Stone in diesem mit Spannung erwarteten Slasher-Shooter-Hybrid von den Machern von Ninja Gaiden und Dead or Alive trifft. Auf welche dieser Bosse in Wanted Dead freust du dich am meisten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Spider-Tank. Der erste Endgegner, dem du begegnest, während du dich gegen das unbekannte Angriffsteam von Dower Synthetics wehrst, ist sicherlich kein einfacher Gegner. Spider-Tank ist unerbittlich und verfügt über verschiedene Waffen wie Maschinengewehre, Raketen und sogar einen gefürchteten Laserstrahl. Deine Standardwaffen und Nahkampfangriffe werden gegen diesen Giganten wenig bis gar nichts ausrichten können und er wird keine Mühe haben, dich ständig zu überrennen. Um ihn zu bekämpfen, musst du einen der feindlichen Soldaten in der Umgebung ausschalten und ihren Granatwerfer Flying Pig benutzen, während du gleichzeitig dem Spider-Tank ausweichst. Was diesen Endgegner noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass du dies mehrmals tun musst, da dir schnell die Munition ausgeht. Später im Spiel wirst du noch einmal auf diesen Gegner treffen, aber dieses Mal sind es zwei. Zum Glück habt ihr bis dahin gute Verstärkung. Guys, over here. August. Let us be. Resistance is futile. Can't do that, Apo. Als unsere Protagonisten den Auftrag erhalten, den Aufstand der Synth in einem örtlichen Park zu beenden, sieht sich Leutnant Stone dem einschüchterten Anführer des Aufstands August gegenüber. Der Unterschied zum vorherigen Bosskampf besteht darin, dass du dich zum ersten Mal alleine durchschlagen musst, da Stones Teamkollegen aus dem Geschehen herausgeschnitten werden. In der ersten Phase dieses Bosskampfes wird August hauptsächlich sein Sturmgewehr benutzen, was dich dazu zwingt, ständig in Deckung zu gehen und auf die richtige Gelegenheit zu warten, um ihn anzugreifen. Sobald August die Hälfte seiner Lebenspunkte erreicht hat, tritt er in seine zweite Phase ein und lässt seine Waffe fallen, um sich ganz dem Nahkampf zu widmen. In diesem Zustand ist August sogar noch gefährlicher, denn er stürmt ständig auf dich zu, um Stone einige verheerende physische Angriffe zu verpassen. Kolchak. Auf der Flucht aus dem Death Panther Club wird Cortez durch eine einzelne Kugel verletzt und wir finden bald heraus, dass der mysteriöse Attentäter Kolchak für diesen Angriff verantwortlich ist. Während des gesamten Kampfes wird Kolchak einen Unsichtbarkeitsmantel benutzen, der es so gut wie unmöglich macht, ihn zu sehen, während er sich anschleicht, um anzugreifen. Der Schlüssel, um herauszufinden, wo sie sich aufhalten, liegt darin, auf dem bereits nassen Boden nach Fußspuren Ausschau zu halten. Aber selbst das wird nicht viel helfen, denn sobald du in die zweite Phase dieses Bosskampfes eintrittst, wird Kolchak eine brutale Instant-Kill-Technik anwenden, Stone niederschlagen und sie grausam hinrichten. Mr. Holiday. The door. Während des gesamten Spiels haben wir uns gefragt, wer ist Richters rechte Hand? Und nach diesem Bosskampf haben wir noch mehr Fragen. Als die Polizei von Hongkong plötzlich angegriffen wird, sieht sich Leutnant Stone nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Mr. Holidays konfrontiert. Das bedeutet, dass du ihre gleichzeitigen Angriffe von beiden Seiten abwehren musst, was es fast unmöglich macht, während dieses Bosskampfes nicht einen Teil deiner Gesundheit zu verlieren. Wenn es dir schließlich gelingt, einen von ihnen auszuschalten, wird der Kampf nicht einfacher, denn der verbleibende Mr. Holiday gerät in einen blinden Wutanfall und fügt dir mit seinem Granatenhagel und seinem Doppelklingenangriff massiven Schaden zu. Richter.
Es ist der lang erwartete finale Showdown und was könnte besser sein als ein unglaublich harter Bosskampf gegen Wanted Deads Hauptantagonist. Richter ist vollständig in eine Kampfrüstung gekleidet und mit einem tödlichen Strahlenkatana ausgestattet, der perfekte Gegenpol zu Leutnant Stone. Deine Waffen werden gegen ihn völlig wirkungslos sein und da er über eine enorme Menge an Lebenspunkten verfügt, wird es eine Weile dauern, bis er sie aufgebraucht hat. Seine Angriffe gehören zu den tödlichsten im ganzen Spiel. Schon eine einzige Combo kann dich an den Rand des Todes bringen. Sobald Richter die Hälfte seiner Lebenspunkte erreicht hat, setzt auch er seine Instant-Kill-Technik ein, der man nur mit äußerster Präzision ausweichen kann, vor allem wenn man gerade mitten im Angriff ist. In dieser Phase beginnt er auch sich selbst zu heilen, aber wenn du schnell genug bist, ist das die perfekte Gelegenheit für einen Gegenangriff. Wanted Dead wurde gerade veröffentlicht und du solltest es nicht verpassen. Dieser neue Hack-and-Slash Third-Person-Shooter wurde von dem Studio entwickelt, das auch Ninja Gaiden entwickelt hat und wird dich garantiert in diese Ära von Gaming zurückbringen. Schau dir den Link in der Beschreibung an.